Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Personal aus Karlsruhe, alias Mr. T, zum Thema zu lange im Kaloriendefizit. Was passiert, was kann passieren, was sind die Gefahren? Das ist relativ einfach. Und zwar, das kann zum Burnout führen. Das kann euch so ausbrennen, dass ihr völlig unzurechnungsfähig seid, dass ihr völlig gereizt seid, dass ihr an die Decke gehen könnt, dass ihr wie beim wilden Tiger am liebsten jeden zerfleischen würdet. Ihr seid reizbar, ihr seid nicht mehr konzentrationsfähig, ihr bringt nichts mehr auf den Punkt, ihr seid völlig neben der Spur. Und genau das sollte man vermeiden, das macht keinen Sinn. Klar gibt es manchmal, wenn man Fotoshooting beschreiben möchte, einen Wettkampf beschreiben möchte, was auch immer, eben eine gewisse Zeit lang ein Defizit aufzubauen, um natürlich hier körpereigenes Fett bei der Bewegung und natürlich auch in den Phasen, wo ich mich bewege, dem Körper anzubieten als Energielieferant, was er natürlich auch macht. Wenn man das zu lang betreibt, führt es dazu, dass natürlich auch hier, selbst wenn es gesund ist, dass der Körper sich auch irgendwann mal negativ anpasst, also er lernt, mit diesen wenigen Energielieferanten zurechtzukommen. Das ist eine Schiene, das ist die körperliche Schiene, aber dann gibt es auch noch die mentale Schiene. Und zwar, die mentale Schiene ist wirklich das Ausbrennen, dieser Burnout im Kopf, dieses Gereiztsein, weil auch natürlich die Nerven brauchen auch Nahrung. Und wenn da natürlich eben zu lange ein Defizit aufgebaut wird, dann führt es dazu, dass es auf Dauer schädlich sein kann. Dass ihr auch in der Zeit zum Beispiel eigentlich nicht Auto fahren dürftet. Auch bei solchen unterkalorischen Diäten, die da teilweise von Ärzten empfohlen werden, ist es nicht ratsam, Maschinen zu bedienen, nicht ratsam, Verträge zu unterschreiben, nicht ratsam, Auto zu fahren. Ja klar, weil natürlich euer ganzer Körper passt sich der niedrigen Zufuhr diese Energie an und so seid ihr auch gehirntechnisch, auch reaktionstechnisch in dem sogenannten Sparmodus. Ja, und das ist auf Dauer bestimmt nicht gesund. Deswegen sollte man auch ein Stück weit auf seinen Körper hören. Euch geht nichts verloren, aber überhaupt gar nichts. Wenn ihr spürt, oh wow, ich bin zwischenzeitlich so gereizt, ich bin zwischenzeitlich so unkonzentriert, ich bin zwischenzeitlich im Training so schwach, dass ich wirklich nur noch auf dem Zahnfleisch daher kriege, dann esse ich mal 1 bis 2 Tage von dem, was ich essen soll. Also kein Müll, braucht kein Mensch. Eis, Süßigkeiten braucht man nicht. Sondern von den gesunden Sachen, von eurem gesunden Reis, von eurem gesunden Fleisch, von eurem gesunden Gemüse, von eurem guten Obst, von euren gesunden Fetten im pflanzlichen, im tierischen Bereich, Nüsse, was auch immer, esse ich einfach mal wesentlich mehr. Und dann spüre ich natürlich wieder, wie ich mich auflade, wie ich wieder mehr Energie zur Verfügung habe, wie ich wieder zurechnungsfähig werde. Und dann seid ihr auch definitiv wieder auf dem richtigen Weg. Wer seine Ernährung reduziert hat, der macht sowieso am allerbesten das Pendelverfahren und passt natürlich eben die Nährstoffzufuhr, den Bedarf an. Das heißt, an den Tagen, wo ich Krafttraining habe, wo ich mehr Energie brauche, wo ich meinem Freund beim Umziehen helfe, führe ich natürlich mehr Energielieferanten zu, an dem Tag, wo ich den ganzen Tag noch im Sofa sitze, nichts zu tun habe. So einfach ist es eigentlich und keine Panik. Euch geht nichts verloren, ihr werdet nichts verlieren. Die meisten haben ja Angst, so geht meine Definition verloren, aber das wird nicht der Fall sein, wenn ihr euch nicht 7 Tage schlecht ernährt, sondern immer wieder zwischendurch auf euren Körper hört und sagt, heute brauche ich mehr Energie, heute gebe ich ihm mehr Energie, damit er weiterhin leistungsfähig bleibt, damit ich hier nicht im Burnout lande. Deswegen übertreibt es nicht und hört auf euren Körper. Euer Körper spricht mit euch. Und achtet darauf, der Geist ist oftmals stärker als der Körper. Aber es geht nur bis zu einem gewissen Grad gut. Das war's, Andreas Rienbacher, Personal aus Karlsruhe zum Thema. Bleibe nicht zu lange im Energiedefizit und hör auf den Körper und führe zum richtigen Zeitpunkt das richtige und das gesunde Essen in etwas größerer Form zu.